Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen World of Warcraft. Das letzte Mal waren wir auf der Suche nach dem blauen Stahl, welches uns in das südliche Brachland geleiten soll. Ich habe es inzwischen gefunden. Es war tatsächlich von einem Schritt weiter zu sehen. Hier haben wir ausgelockt, da war es noch nicht zu sehen. Dann bin ich einen Schritt weiter gegangen und dann habe ich es natürlich sofort gefunden. Hier steht das alte Ding. Und gucken wir mal, ob wir mit dem tatsächlich unversehrt in das Brachland reinkommen. Das wäre natürlich toll. Und das sieht gar nicht mal so uncool aus, dieses Pferd. Hübsche Rüstung, die es hat. So. Ah, das funktioniert automatisch. Ich muss jetzt nichts drücken. Das ist wie ein Taxiservice, der mich hier durch die Gegend führt. Ich vermute, wir werden hier dann lang und da oben bei dem Fragezeichen rauskommen. Aber hier soll Horde-Stützpunkt sein in der Nähe, habe ich gehört. Der mir sonst Probleme bereitet hätte, das zu durchqueren. Und dank dem blauen Stahl, auf dem wir hier reiten, sollte das eigentlich ohne Probleme funktionieren. So, warten wir nun mal ab, wo wir jetzt tatsächlich hingebracht werden. Und genießt die letzten Augenblicke vom Steinkrallengebirge, denn ich glaube, am Ende dieses Parts werden wir uns bereits im südlichen Brachland befinden. Was ist denn jetzt los? Hallo, geh mal weg jetzt, du Pferd. Reite weiter, das ist gefährlich hier. Okay, danke. Jetzt hat er den Boost eingelegt. Der Turbo wurde gezündet. Oh mein Gott, hier ist die Horde. Da wären wir ohne dem Pferd nicht rübergekommen. Das ist ja wie Epona hier. Epona, die gute Stute von Link. Immer bereit für einen Ausritt. So, nachdem wir diesen Horde-Stützpunkt erfolgreich bewältigt haben, sind wir jetzt hier bei der Nordwacht-Expedition. Ah, da oben sind schon die ersten Soldaten. Und da ist ein Flugpunkt wieder. Das ist natürlich echt cool. Aber Flugpunkte mag ich voll gerne. So, bitte jetzt steig ab. So, steige ab. Danke. Hallo, Kaluna Singflug. Wohin können wir denn überhaupt schon insgesamt alles? Das ist schon gar nicht mal so wenig. Wir haben schon fast ein Viertel des ersten Kontinents hier abgedeckt. Also nur mal so zur Skalierung des Spiels. Wie viel haben wir geschafft? Wie viel haben wir noch nicht gemacht? Wir haben dieses Gebiet hier gesehen, Teldrassil. Wir waren hier in der Dunkelküste. Wir waren hier im Eschental und jetzt sind wir hier im Steinkrallengebirge. Was noch fehlt, ist diese ganze Hälfte der oberen Hälfte von Kalimdor und die ganze untere Hälfte von Kalimdor. Und dann natürlich Nordend, Pandaria, östliche Königreiche, Draenor und Scherbenwelt. Also, ja, es gibt noch einiges zu tun. Gut. So, Hallöchen, Truppenkommandant Valen. Was geht euch durch den Kopf? Kosak hat euch geschickt, ja? Erstaunlich. Ich habe mit Sicherheit angenommen, dass er bereits tot ist, diese Pfeife. Nun, wenn ihr es an der Blockade vorbeigeschafft habt, dann habt ihr auf jeden Fall etwas, das wir brauchen können. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten von der Horde? Was macht sie? Wohin gehen sie? Erzählt mir alles. Die ausufernden Tiefen. Sinn und Zweck dieser Basis war es, im Steinkrallengebirge für Terramor Fuß zu fassen und eine Nachschublinie für die Nachtelfen zu eröffnen. Leider hat die Horde erbitterte Gegenwehr geleistet. Höllschreis Armeen sind mächtig und unnachgiebig. Ich habe so eine Heftigkeit von der Horde seit dem Zweiten Krieg nicht mehr erlebt. Jetzt scheint es so, dass die Mine, die die Forscherliga aufgehoben hat, von der Horde dazu benutzt wird, uns zu umgehen. Wir müssen die Mine versiegeln. Bleibt auf dem Boden! Aber eigentlich wollte ich doch ins andere Gebiet. Aber jetzt gibt es hier noch mehr Aufträge. Na gut, aber ich glaube, früher oder später werden wir von hier dann weitergeleitet. Und das ist ja jetzt nicht so unfassbar weit weg. Deswegen können wir das eben hier noch versiegeln, diese Mine. Höllschrei ist übrigens der Anführer der Horde zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen haben wir den schon öfters mal gehört. Und Minitil, nee, Terramor, was gerade im Gespräch war, ist übrigens eine Stadt. Die befindet sich... blub, hier. Insel Terramor. Die befindet sich hier in den Düstermarschen. Ist gar nicht so weit weg. Wir müssten quasi einmal durch das Brachland und dann durch die Düstermarschen und dann könnten wir auch diese Stadt begutachten. Ist ein ganz hübsches Fleckchen, aber wollen wir erstmal nicht hin. Wahrscheinlich werden wir das niemals sehen, weil die Düstermarschen sich nicht auf meiner To-Do-Liste befinden von Gebieten für dieses Let's Play. Hallo. Stahl C, Mac G. Versiegeln? Das ist ja ganz schön viel Arbeit, meine Liebe. Stilllegung. Um diese Mine stillzulegen, müsst ihr die tragenden Pfeiler in die Luft jagen. Ich kann euch den benötigten Sprengstoff zur Verfügung stellen, aber ihr müsst euch an den Auftragsmördern von Kromgar vorbeischleichen, um alle Träger zu erreichen. Die gute Nachricht, wenn man das so nennen kann, ist, dass wir die tragenden Pfeiler immer mit einem großen X markiert haben. Schaut nach diesen Markierungen und befestigt das Dynamit in ihrer Nähe. Sobald ihr das Dynamit angebracht habt,
kommt wieder hier hoch und ich werde die Sprengung auslösen. Kabum! Bleib sauber! Oh, große Explosionen werden hier vonstatten gehen, da freue ich mich ja schon sehr drauf. Hallo, Vokard! Lasst niemanden zurück! Hordenmonster! Korporal Vokard spuckt aus! Schaut euch das hier an! Sie haben Unschuldige getötet! Zivilisten! Hört zu, Aoyama, ihr müsst uns helfen. Geht in die ausufernden Tiefen und sucht nach überlebenden Minenarbeitern. Wenn einige überlebt haben, werden sie wohl vollkommen verängstigt sein. Sucht in allen Nischen und Winkeln der Mine, vielleicht sogar in den Minenwagen. Es gibt ganz bestimmt Überlebende, die sich irgendwo versteckt haben. Schönen Tag auch. Und Lieutenant Paulson. Was kann ich für euch tun? Sie haben die Assassin... Ach, egal... Ah, die Forscherliga. Welche glanzvolle Truppe von Schwachköpfen. Wir haben nicht nur die Geister der Tauren am Hals. Die Forscherliga hat es ebenfalls geschafft, eine Hintertür für die Hauptbasis der Horde im Steinkrallengebirge, der Feste Kromgar, zu öffnen. Jetzt bringen Auftragsmörder von Kromgar alle in der Mine um, ohne dass man auch nur einen Mucks hört. Ihr müsst da hineingehen und aufräumen. Beinahe hätte ich vergessen, euch diese Brille zu geben. Setzt sie sofort auf. Damit habt ihr jetzt richtig Swag. Damit habt ihr alle getarnten Assassinen in der Mine sichtbar gemacht. Seid vorsichtig. Muss ich die echt aufsetzen? Plop. Oh yeah. Riding low, würde ich mal sagen. Wenn wir hier durch die Mine marschieren. Sonst hatte ich ja sowieso noch keine Kopfbedeckung. Oder Brille oder so. Deswegen macht das jetzt auch sowieso nichts aus. Und jetzt können wir hier durch die Mine noch marschieren. Und mal gucken, was wir hier noch alles machen müssen, bevor wir endgültig in das Brachland übersiedeln können. Denn ich bin ja ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir jetzt erwartet, dass ich dort jetzt schon hingehen kann. Dem war aber nicht so. So, hier kann ich Dynamit platzieren, denn das ist ein tragender Pfeiler der Mine. So, plopp. Und sogar auf der Karte wird ja angezeigt, wenn wir irgendwelche Späher jetzt hier noch, oder Assassinen besser gesagt, hier rumtorkeln haben. Ezio zum Beispiel, wenn der hier durch die Gegend läuft, dann sehen wir den auch. Oder wie heißt der nochmal? Ezio war richtig, aber aus dem ersten Assassin's Creed gibt es doch auch einen, der heißt irgendwie... Der heißt im ersten... Ich glaube, Ezio war der Typ aus Assassin's Creed 2. Und in Assassin's Creed 1 war, glaube ich, ein anderer. Aber, ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe Assassin's Creed niemals gespielt. Ist vielleicht noch auf meiner Liste von To-Do-Spielen, aber da bin ich mir noch unsicher. So, marschieren wir einfach mal durch die Gegend hier. So, plopp. Wir können eigentlich auch mit dem Minenwagen fahren. Das wäre viel schneller. Aber, ja, keine Ahnung. Dann machen wir hier alles wahrscheinlich kaputt, so zerbrechlich, wie das hier aussieht. Kann gar nicht vorstellen, wie die Leute hier arbeiten. Da muss man ständig Angst haben, dass hier alles zusammenbricht. Nur, so, das ähnelt ja mehr einer Achterbahn als einem Minenschacht hier. Würde mich nicht wundern, wenn ich gleich hier die ersten Loopings sehe. So, wo sind die nächsten Stützpfeiler eigentlich? Das ist natürlich hier bei den kleinen Blobs auf der Karte. Da sind die Stützpfeiler wahrscheinlich. Was ist denn das? Happy hat irgendeinen Dot drauf, oder was? Weiß ich nicht. Der gute Happy, ne? Der begleitet uns jetzt schon die ganze Zeit. Und ich habe noch kein sinnvolles anderes Tier gefunden irgendwie. Ich habe Wolf zwar mal gefangen, aber mit dem habe ich noch nicht irgendwie jetzt großartig Freundschaft geschlossen. Ich wollte eigentlich auch mal einen Bären haben, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit Happy. Das, was er so hier an Leistung erbringt, gefällt mir. Jetzt machen wir hier keine hier, wie nennt man das nochmal? Simulation. Simulier mal nicht hier deine Krankheit so. Das war auch eine lustige Geschichte, als ich in der 11. oder 12. Klasse war und einen Deutschlehrer hatte. Der ist mal auf Krücken gegangen, weil er irgendwie sich verletzt hat beim Skiurlaub oder so. Und dann die ganze Zeit nur so gehumpelt und der konnte deswegen auch nicht rechtzeitig zur Schulstunde kommen und so. Hatte man ja auch Mitleid mit. Und dann einmal habe ich gesehen, wie er noch den Aufzug bekommen wollte. Und da wurde ich Augenzeuge von einem Wunder. Und zwar hat er da seine Krücken in die Hand genommen und ist gelaufen zu dem Aufzug. Und auf einmal war er wieder der fitteste Mensch der Welt. Das war auch ein Simulant. Also nur mal jetzt so eine kleine Anspielung aus echtem Leben. Man muss ja immer wieder hier ein bisschen Real-Life-Trivia einschmeißen. So. Die ganzen Assassinen hier, das sind echt viele. Hätte ich gar nicht gedacht, ey. Wie kommen die hier alle rein? Sind die durch den Haupteingang geschlichen? Oder habe ich es richtig verstanden, dass es auch noch einen Hintereingang gibt, der direkt bei der Hordenbasis Kromgar zu finden ist? Falls das so wäre, dann wäre es natürlich ziemlich dumm aufgebaut, diese Höhle. So. Der Gnome Quarter summt und brummt. Hey, ist das Ding an? Man hört ein Klopfen. Ist da wer?
ist das Ding an. Der Gnomkorder summt energiegeladen. Man hört Lieutenant Paulson am anderen Ende. Dämlicher Gnomschrott. Ist da irgendwer? Aoyama, seid ihr da? Vielleicht ist sie tot. Falls ihr mich hören könnt, wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass eine Meisterassassine die Horde sich in den Minen befindet und die anderen Auftragsmörder befehligt. Findet sie, tötet sie und meldet euch bei mir. Paulson, Ende. Und da bekommen wir eine neue Armbrust leider. Oder ein Dolch. Auch interessant. Kettenschultern. Oder einen Umhang. Na, das einzig Sinnvolle ist natürlich die Armbrust. Leider wieder eine Armbrust. Aber macht deutlich mehr Schaden. Das ist natürlich eine Belohnung, die ich tatsächlich mit Wohlgefallen ansehe. Auch wenn es eine Armbrust ist. Dann gucken wir mal, ob wir die irgendwie finden. Diese Meisterassassine. Keine Ahnung, um wen es sich dabei handelt. Wahrscheinlich so eine komische Blutelfe oder so. Das sind ja immer die Schlimmsten. Hatte auch mal einen Blutelf-Schurken. Aber, ja. Kein Bock mehr auf den gehabt. Jetzt ist auch Horde sowieso. Und ich spiele jetzt Ali. Bin jetzt hier ein stolzer Verfechter der Allianz. Wo ist eigentlich jetzt hier noch so ein Stützpfosten? Oder was ist hier? Warum ist hier so ein Blob? Meisterassassine Kellistra. Wo sind die? Ah, da ist noch so ein Stützpfeiler. Ah, ich sehe es doch. Den kann ich doch direkt mit Dynamit bestücken, damit wir den gleich in die Luft jagen können. Und was ist das hier? Schatzkiste aus Ahornholz. Oh yeah, was ist das? Plus 3 Intelligenz in der Schildhand. Geile Sache. Da freue ich mich ja richtig drauf. Na, kann ich nicht gebrauchen, um ehrlich zu sein, aber... Nun gut. So, haben wir das hier auch platziert. Aber wo ist denn jetzt diese komische Meisterassassine? Wo ist sie? Und ich brauche auch noch den vierten Träger, der sich hier befindet. Dann machen wir das erstmal zu Ende. Und dann suchen wir die Assassine. Die soll ja hier irgendwo durch die Gegend schleichen. Vielleicht muss man eine bestimmte Anzahl an Gegnern eliminieren, bevor die überhaupt aus ihrem Versteck erst rauskommt. Sowas gibt es natürlich auch. Hier irgendwo soll die sein. Also laut Karte befinde ich mich genau da, wo sie sein soll. Wo ist sie? Die Assassine. Ah, da hinten. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Schleift die Minen, lasst niemanden am Leben. Und es ist tatsächlich eine Blutelfe. Das war eigentlich nur geraten, aber es war tatsächlich wahr. Geile Sache. So, haben wir das alles erledigt? Können wir die ganzen Missionen hier abgeben? Dann sprinten wir dort mal hin mit unserem coolen Talent, was wir ausgewählt haben damals und wovon wir viel zu selten Gebrauch machen. Welche Richtung? Ich glaube hier lang. Ich glaube, das hier ist der richtige Weg. Da hinten ist der Ausgang. Wenn ich mich nicht schon wieder orientierungsmäßig hier täusche, was durchaus vorkommen kann. Denn man verliert leicht die Orientierung in solchen Gängen, die sehr verschachtelt sind. So, Happy. Schaffst du das alleine? Nee, da hast du noch einen Schuss ins Gesicht direkt zwischen die Augen bekommen. Ja, und auch hier werden wir nicht mehr alle Quests erledigen können. Aber 33 von 55 ist durchaus eine gute Quote. 20 Stück fehlen noch. Ein bisschen traurig ist es ja schon. Aber die muss man dann wohl später mal nachholen, wenn ich mal Bock habe drauf. Und das will ich natürlich machen. Ich will hier alle Quest-Achievements hier sammeln in diesem Spiel. Das ist mein innerster Wunsch. Ich habe immer schon gewollt, hier der Quest-Experte zu sein. Und jetzt sogar mit gelesenen Quest-Texten kann ich mich richtig als WoW-Experte bezeichnen dann. So. Braucht ihr Hilfe? Gut gemacht, Aoyama. Eure Arbeit in den Minen war die eines Profis. Wie wäre es, wenn ihr mir jetzt meine Brille zurückgebt? Ja, ganz in der Ruhe. Den Ehrenfreund. Ich nehme die Armbrust, dankeschön. Schönen guten Tag. Dem Licht sei Dank. Ihr seid wahrlich ein rechtschaffendes Instrument der Macht. Die Allianz kann sich glücklich schätzen, euch zu haben, Aoyama. So, dann sprengen wir hier alles in die Luft. Wird schon schief gehen. Spreng es in die Luft! Ist mein Befehl. Alles oder nichts. Drückt die Daumen. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier inszeniert ist. Wahrscheinlich fallen einfach nur ein paar Brocken runter. Ja. Man hätte meinen können, dass ich das schon vorher wusste. Sie ist komplett verschüttet. Keine Horde mehr, die uns in den Rücken fällt. Ja. Oder auch doch, weil die Steine einfach weg sind wieder. Traurig. Grüße. Ein ganz besonderer Auftrag. Ihr habt hier unten Bemerkenswertes geleistet, Aoyama. Truppenkommandant Valen ist das nicht entgangen. Er möchte euch sofort sprechen. Er hat für euch eine besondere Mission ausgewählt. Eine, mit der wir die Übergriffe der Horde im Steinkrallengebirge hoffentlich endgültig stoppen werden. Segne euch. Oh Mann, ey, aber ich möchte gar nicht mehr länger hier sein. Ich bin schon wieder ein halbes Level lang zu viel hier. Ich will doch in das Brachland. Aber das dauert alles noch ein bisschen länger, als ich mir ausgemalt habe. Eine traurige Geschichte.
Na gut, dann gucken wir mal, was der noch für eine Mission hat für uns. Wenn es so eine Elite-Mission ist, wie ihr gerade Minenarbeiter gesagt habt, dann ist es natürlich genau das Richtige für mich. Schön, euch zu sehen. Schon bei unserer ersten Begegnung wusste ich, dass ihr eine besondere Schneeflocke seid, Aoyama. So besonders, dass ich niemandem außer euch diese Aufgabe anvertrauen würde. Stellvertreterkrieg. Hört ihr sie dort unten kämpfen, Aoyama? Anscheinend haben sich die Tauren der Grimm-Totem mit der Horde überworfen. Ich weiß nicht, wie das geschehen ist, aber wir könnten es zu unserem Vorteil nutzen. Ich werde ein Treffen mit dem Botschafter der Grimm-Totem arrangieren. Ich möchte, dass ihr eine Friedensgabe zusammenstellt. Truppenkommandant Valen zeigt auf Cracker. Redet mit Cracker, Aoyama. Er weiß bereits, was zu tun ist. Man sieht sich. Das ist ein Koch, der hier stationiert ist. Was er für uns Leckeres kochen kann, in der nächsten Kochschule mit Jamie Oliver, werden wir dann das nächste Mal erfahren, wenn wir eine Runde World of Warcraft zocken. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid, denn es wird episch und da kann man was fürs Leben lernen, nämlich wie man kocht. Also bis dann, Leute, und ciao!